Man hält ihn für tot. Doch er lebt. Frankenstein. Er hat furchtbare Wesen erschaffen, die nur das Ziel haben, ihrer Gemeinschaft zu dienen und den Sieg der neuen Rasse zu sichern. Und diese Wesen sind unter uns. Bei der Polizei, bei der Stadtverwaltung, im Haus nebenan. In einer Welt, die durch einen verheerenden Wirbelsturm mit jeder Minute mehr aus den Fugen gerät, versuchen zwei Polizisten, ein biologisches Experiment zu verhindern, das das Ende der Menschheit bedeuten kann.